Hallo Vanessa. Über dich gibt es leider nicht so viel im Internet. Wir haben nicht so viel gefunden. Aber komm doch mal kurz runter. Komm doch mal ganz kurz runter auf die Bühne, meine Damen und Herren. Vanessa! Hallo Vanessa. Herzlich willkommen. Erstmal muss ich sagen, wir kennen uns irgendwoher. Woher kennen wir uns? Vielleicht aus Hamburg? Du warst in Hamburg als, ich glaube, 14-Jährige oder sowas bei einem Auftritt von mir vor vielen Jahren. Ich kann mich an das Gesicht erinnern und du bist danach zur Bühne gekommen. Ja, ne? Und du hast gesagt, mit 18 soll ich wiederkommen. Wow, 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 Vorsicht! 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 Ja, die Nummer dann einfach. Hey, Vanessa. Und jetzt bist du 18. Ja. Du kommst aus der Nähe von Stade, wohnst aber in Hamburg, wie sich das gehört. Nee, ich bin jetzt nach Stade gezogen. Du bist nach Stade, ach so, ja. Du bist von Hamburg nach Stade gezogen. Oh, okay, sorry, das ist natürlich ein Downgrade, aber naja, gut. Du pendelst aber sehr oft. Ja. Und du bist ein großer Fan von Kraftklub. Ja. Du hast sogar, bei Facebook Till Brummer von Kraftklub abonniert. Ja. Und jetzt pass auf, halt dich fest. Wir waren am Wochenende mit einem Kamerateam bei Rock am Ring und haben diese frohe Nachricht, ich glaube, du bist der Einzige, der Facebook-Seite von Till Brummer, dem... Was macht der eigentlich bei Kraftklub? Der ist doch nur da in der Band, weil er mit dem Sänger verwandt ist, oder? Du bist einer der wenigen auf jeden Fall, der diese Seite abonniert hat. Und das haben wir den Jungs von Kraftklub gesagt. Und schau mal selbst, die haben kleine Grußbotschafter nicht aufgenommen. Ja, hallo Vanessa, wir sind Kraftklub. Schön, dass du Fan bist. Freut uns sehr. Die Till Brummer Fanseite gibt's nicht. Das ist, da bist du irgendeinem Fake aufgesessen. Also schick dir bitte keine Nacktbilder hin oder so. Ja, ey, wir sehen uns irgendwann wieder. Wir kommen auf Tour im Oktober, kommen gern vorbei. Tickets kann man sich im Internet kaufen. bis bald. Tschüss. Dankeschön, Kraftklub. Eine spezielle Botschaft für dich. Liebe Grüße. Und jetzt kommen wir zu dem schönen Moment bei Prism is a Dancer. Es wird noch ein kleines bisschen intensiver. Wir haben in deiner Facebook-Seite noch ein kleines bisschen mehr geguckt, was du so gut findest. Und du bist 2012. Da warst du in einem Alter, wo du von wirklich jedem dahergelaufenen Vollidioten Fan warst. Ich kann mich daran noch gut erinnern. Also vor 5 Jahren warst du Fan. Weißt du noch, von wem du da großer Fan warst? Nein. Wir haben einen Facebook-Eintrag von 2012. Schau mal hier. Ich gehe auf dein Konzert in Stade. Vanessa Amling schreibt an Daniele Negroni. Du hast ihm selbst eine Nachricht geschrieben. Daniele Negroni, erklär mal, wer ist es? Nee, ich weiß nicht mal, ob er bei DSDS gewonnen hat oder nicht. Ja, und jetzt halte ich fest. Hier ist er, Daniele Negroni, meine Damen und Herren. Daniele Negroni! Hallo. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Welchen Platz hast du gemacht bei DSDS? Zweiten. Zweitplatzierte von DSDS im Jahr 2012. Doch, dass du dich daran nicht mehr erinnern kannst, ist es mega unangenehm. Nee, das ist voll in Ordnung. Reiß dich doch mal zusammen. Und wir haben, weil wir gedacht haben, jemand, der so ein großer Fan ist von Daniele Negroni, der soll die Chance haben, einen Abend mit seinem Star zu verbringen. Wir haben euch da eine kleine Kuschelecke präsentiert, aufgebaut. Du hast jetzt die Möglichkeit, diese Sendung zusammen mit Daniele Negroni auf unserem roten Sofa anzuschauen. Das ist dein Preis. Schokobrunnen, Champagner, Früchte. Viel Spaß, Vanessa. Alles Gute. Setz dich dahin. Dankeschön. Wir sehen uns noch im Laufe des Abends.